Die Xiaomi Yi Cam war ein Geheimtipp unter Action-Cam-Freunden und hat nun mit der Yi 4K eine Schwester bekommen. In der kleinen Box der Yi 4K steckt die Kamera selbst, der Akku, ein Ladegerät sowie eine chinesische Anleitung. Ein Netzteil braucht ihr selbst, außer ihr ladet die Yi 4K am PC. Im Gegensatz zur ersten Yi Cam gibt es nur einen Button an der Kamera. Jener dient als Power- und Auslösebutton. Den Power-Button kurz gedrückt, schaltet sich die Yi 4K an. Ein weiterer kurzer Druck startet die Aufnahme. Neben dem Power-Button befinden sich links und rechts je ein Mikrofon. Ohne Wasserschutzcase ist die Cam somit bestens für Vlogs geeignet. Wasserdichte Gehäuse haben immer den Nachteil, dass ein bisschen was von der Stimme verschwindet. Sollt ihr nicht zwangsläufig auf ein wasserdichtes Gehäuse angewiesen sein, empfehle ich euch lieber die Anschaffung des Selfie-Sticks. Mit jenem kann man das volle Potenzial der zwei Mikrofone der Yi 4K voll ausnutzen. Regnen sollte es dann allerdings nicht mehr. Leider verzichtet die auf einen Micro-HDMI-Ausgang, um beispielsweise einen externen Bildschirm anzuschließen. Dafür ist ein 3-Achsen-Gyroskop und ein Beschleunigungssensor mit an Bord. An der Oberseite wurde außerdem ein Speaker angebracht, mit dem ihr bereits erstellte Aufnahmen Probe hören könnt. Der Lautsprecher tut genau das, was er soll. Dafür sorgen, dass der Nutzer den Sound kontrollieren kann. In lauten Umgebungen ist das hin und wieder ein bisschen schwer. Aber nicht ganz unmöglich. Auf der Front befindet sich neben dem Schriftzug noch eine Batterieanzeige, die den Nutzer auch ohne Blick aufs Display über den aktuellen Akkustand informiert. Auf dem Boden der Yi 4K platziert man eine Stativschraubeneinlassung, um die Yi Cam beispielsweise auf einem Stativ zu befestigen. Erfreulicherweise gibt es dieses Mal eine Verbindung zwischen der Cam und der Micro-USB-Klappe, sodass man jene nicht so schnell verliert. Der SD-Kartenslot befindet sich nunmehr nicht mehr neben dem USB-Port, sondern neben dem Akku. Ist jener eingesetzt, wiegt die Yi 4K gerade mal 90 Gramm. Die wohl bedeutendste Änderung der Yi 4K ist der Touchscreen auf der Rückseite. Das 2,19 große Display erlaubt die Übersicht über die aktuellen Aufnahmen und ermöglicht es euch, Einstellungen vorzunehmen, jedenfalls in der Theorie. In der Praxis sind alle Einstellungen chinesisch, wenn ihr nicht gerade die internationale Version der Kamera gekauft habt. Wenn man sich einen Grundkurs chinesisch gegönnt hat, lässt sich die Yi 4K sehr gut bedienen. Das Display reagiert zügig und zuverlässig auf meine Eingaben. Die Blickwinkel sind gut, sodass man sich auch mal von der Seite einen Überblick über den aktuellen Filmausschnitt verschaffen kann. Das Display löst mit 640x360 auf und kommt somit auf 330 ppi. Neben der Kontrolle der Aufnahme lassen sich natürlich auch bisher schon abgespeicherte Aufnahmen, also Fotos und Videos, betrachten. In der chinesischen Variante war es mir höchstens mit dem Google-Übersetzer möglich, Einstellungen zu tätigen. Mit dem Bildschirm ergeben sich Pro und Cons. Zum einen hat der Nutzer nun im Blick, was er filmt und muss nicht schätzen, was die Yi 4K gerade sieht. Zum anderen spart man sich die Verbindung zum Smartphone, wenn man dann doch mal etwas nachschauen möchte. Schnell ein Foto aufnehmen ist so deutlich leichter als mit der Yi Cam 1. Gleichzeitig macht so ein Display das Gerät natürlich anfällig für Beschädigungen, sollte die Cam mal den Boden küssen. Und natürlich hat sie das bei mir direkt getan. Erfreulicherweise hat der Bildschirm überlebt. Die Yi 4K setzt auf denselben Bildprozessor, der auch in der GoPro Hero 4 Black Edition Verwendung findet. Aufnahmen werden von einem Sony IMX377 Chip geschossen. Nutzer können sich über eine f2.8 Blende freuen und einen Blickwinkel von 155 Grad. Die Yi 4K kann in verschiedenen Auflösungen aufnehmen, angefangen von 4K bei 25 Frames per Second bis hin zu Full HD bei 100 Frames per Second. Solltet ihr nur 720p filmen, sind sogar 200 FPS drin. Über den Rüsselsheimer Busverkehr muss man wissen, da drüben ist die ganze Straße aufgerissen, quasi direkt vorm Rathaus, wegen Bundesgartenschau oder so. Und deswegen müssen wir so seit einem halben Jahr die ganze Zeit durch die Einkaufspassage fahren. Vorstellen, die coolste Ente der ganzen Stadt. Die beste Neuerung? Bei der Yi 4K gibt es endlich nicht mehr das leidige Problem mit dem Fokus. Jetzt gibt's erstmal sehr lecker Starbucks. Inzwischen ist bald 8:30 auf zum Englischen Theater. Irgendwo hier muss es sein. Fun Fact: Auch wenn es das Englische Theater war, die ganze Sache war deutsch. Die Dateien werden im MOV- oder MP4-Format abgespeichert. Neu bei der Yi 4K ist der Slow-Motion-Modus, der keiner Postproduktion bedarf.
Via Wi-Fi kann die Yi 4K mit dem Smartphone verbunden werden. Da der Hersteller einen Dualband-Chip verbaut, könnt ihr zwischen 5 GHz und 2,4 GHz wählen. Persönlich rate ich zu 5 GHz, sofern euer Smartphone dies unterstützt. Das Standardpasswort ist 123456789. Die Verbindung zum Smartphone bleibt stabil und reißt nicht ab. Die Reichweite ist ausreichend, um sich auch mal etwas von der YiCam 2 zu entfernen und trotzdem einen Überblick über die aktuelle Aufnahme zu behalten. Über Bluetooth kann der Nutzer die Yi-eigene Fernbedienung koppeln. Diese ist beim Selfie-Stick direkt mit dabei. Jener kostet aber nochmal 35 Euro extra. Ist euer Smartphone mit der Yi 4K verbunden, kann es auch schon losgehen. Über die App lassen sich verschiedene Einstellungen, wie etwa die Auflösung, problemlos einstellen. Die App ist erfreulicherweise in Englisch, auch wenn die Kamera chinesisch ist. Xiaomi stellt über die Anwendung auch Updates für die Kamera bereit. Das klappt im Test ziemlich zügig und ohne Probleme. Das Betrachten von geschossenem Material ist sicher mit dem Bildschirm einfacher. Allerdings kann man auch via App auf die bisherige Bilderbibliothek zurückgreifen. Der eigentliche Nutzen hiervon? Ihr könnt die Bilder bzw. Videos auch auf euer Smartphone laden und von dort aus direkt in sozialen Netzwerken teilen. Nützliche Einstellungen betreffen zum Beispiel auch den elektronischen Bildstabilisator. Dieser lässt sich auf Wunsch deaktivieren, auch wenn euer aktueller Filmmodi diesen vielleicht unterstützt. Live View ist natürlich auch möglich. Eine gewisse Verzögerung gibt es allerdings. Im Boden der Yi 4K steckt ein 1400 mAh Akku, der bei 4K-Aufnahmen für 107 Minuten und bei Full HD für etwas über 2 Stunden reicht. Ist der Akku einmal leer, lässt er sich binnen 2 Stunden wieder komplett aufladen. Die Yi 4K kann während dem Laden verwendet werden. Lange Timelapses sind somit kein Problem. Neben dem Yi-eigenen Zubehör ist die Yi 4K auch mit anderen Gadgets kompatibel. Beispielsweise mit einem GoPro-Rucksack von Thule, an dem man die Yi 4K ohne Probleme befestigen kann. Auch die GoPole gibt der Yi 4K ein Zuhause. Für sich gesehen macht die Yi 4K ihren Job so, wie sie es sollte. Die Aufnahmen sind sehr gut und dank dem elektronischen Bildstabilisator zieht die YiCam sogar an der GoPro Hero 4 vorbei. Durch die Versionsvielfalt und den Preisunterschied sowie die Preise für die teils notwendigen Zubehörteile driftet das gute Preis-Leistungs-Verhältnis etwas ins Abseits. Die erste YiCam war ein Instant-Hit, während die Fanbase der Yi 4K auch nach Monaten immer noch nicht so groß ist. Es hilft im Hinterkopf zu behalten, dass die Yi 4K eher eine zusätzliche YiCam ist und kein Ersatz für das Original. Ihr habt noch Fragen zur Yi 4K? Dann ab damit in die Comments. Für mehr Videos von der Nerdbench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google+ und Instagram. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Mein Name ist Timon für die Nerdbench.